Ja, moin moin. Machen wir das Ding mal, das gestellte Ding hier mal auf. Das hier ist das letzte Unboxing der Hollies allerlei Bestellung, Paket Nummer 7. Und da wollen wir mal da vorne ansetzen, wenn ich es treffe. So. Okay. Hier ist noch was. Ja. Alles klärchen. Dürfte reichen. Oh Gott. Ach Gott. Stimmt ja, die ganzen Raketen, die restlichen. Hi. So. Da willst du mich auch ficken, Alter. Junge. Nein. Oh mein Gott. Alles voller Raketen. So. Hier hinten ist noch ein bisschen Zeug drin. Ja. Die hole ich doch hier alle raus. Ja, das war's mit dem Video. Oh Gottchen. Hier, oh, ist die süß. Die Komet Flash Rakete. Made in Germany. Richtig geil. Mit Pappkappe. Pappkappe. Kackpappe. Ja, würde ich auch so sagen. Juhu. Nice. Also die. Oh Gott. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ohne Start, auch ganz geil. Mann, ich hab schon vergessen, das Display umzudrehen. Ja, 18, 17 oder so, keine Ahnung, 18, 19. Ne, hier sind noch mehr. 20, 21, 22, 23, 23. Oh Gott, schön, ey. So, das war's jetzt aber, glaube ich. Gut, jetzt weiter mit den Spock, ebenfalls von Komet, auch mit Pappe hier oben zugemacht, auch ebenfalls schön, ja, noch dicker hätte man es machen, in den Lärm es nacken können. 1, 2, 3, 4, hier ist übrigens die Stange von davor, 5, 6, 7, 8, 9, ab. Ah, 10, 11, 12. Alter, das sind schon viel. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21, 22. Ich glaube, das waren genau 22, die ich bestellt habe. Also, Alter. Okay, so sieht es gar nicht so viel aus, aber so sieht es schon mehr aus. Ja, genau. Oh mein Gott. Wir haben eine Flash. So, Jetstar. What? Was ist das denn für eine Verpackung? Die sieht mega geil aus. Das ist zwar Pappe, aber zusammengefaltet. Lol. Also Jetstar von Nico, Muck Nico. Auch noch angetackert. Sehr schönes Ding. Richtig fett wieder. Und ja, zwei Stück. Drei. Drei. Ja, drei. Dann, was haben wir denn hier? Das ist die Quodlibel-Rakete. Die einzelnen Preise der Bestellung jeweils sind übrigens auch in der Beschreibung. Fällt mir gerade auf, weil ich die hier gar nicht gesagt habe in ganzen Videos. Also Papa hier oben, Moch, Nico, Nico, zusammengetackert einmal. Ja, mittelgroß, klein, was auch immer. So eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, mehr waren es auch nicht. Vier. Dann
die Triumph-Rakete von Nico Mognico wieder. Pappe, so mit Papier zugemacht, angetackert, sehr nices Design. Ja, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, mehr dürfen es wieder nicht sein. Dann, uiuiui, what is this? Die Rakete International von Weco mit 90er Jahre Logo. Plastikkappe, geil verarbeitet, umweltfreundlich, weil Schadstoff reduziert. Aha. Richtig geil, Jumbo-Rakete. Boah. Bin die bestimmt trotzdem nicht aufgeschrieben, wie viel Gramm. Naja, war ja klar. Also 1, 2, 3. Wieder 4 Stück. Selbst angeklebt. Irgendwie. Dann Helios. Haben wir hier. Die Moonlight Star von Helios. Aha. Mit Mognico-Zeichen. Ja, wollte schon sein. Die Moonlight Star ist ja eigentlich so eine kleine grüne. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, alles klar. 9. 10, 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21. Jetzt habe ich erstmal 21 von denen. Jo. So, dann geht's hier weiter mit den von Helios, die Golden Star. Golden Star hatte ich ja hier auch bestellt. Irgendwo sind sie. Ach, da hinten. Schon mal was einer. So. Das ist jetzt theoretisch gesehen dieselbe Rakete. Wo ist umgelabelt? Beides die Golden Star von Nico, was einmal mit Helios. Sieht man ja auch komplett identisch eigentlich. Hier, warte, so. Ja. Genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, 9 Stück. Die, wie heißen die nochmal? Sternrakete von Weco, einmal. Ja, Plastik wieder. Zugeklebt schon. Nice. Orientstar. 2. Wovon ist das jetzt hier? Keine Ahnung. 4. Ach so, das sind alles Orientstars. 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 mal die Orientstar. So sieht die aus, von nahen jetzt mal. Plastikkappe, Nico Mog, Nico wieder. Hier hinten wieder zugetackert. Ja, nice. Dann anscheinend die letzten Raketen hier. Viermal. Die Sternrakete, jetzt weiß ich auch von was das hier. Ne, ist ja doch noch was anderes, okay. Also viermal die Sternrakete, sehr süß und klein. So, passt schon auf dem Display rauf. Wundervoll, von Mognico wieder. Richtig geil. Zugetackert wieder. Also viermal. So, was haben wir hier? Nichts. Einmal nichts. Ach, die kommen ja auch noch wieder. Was haben wir denn hier? Okay. Das sind 8 Päckchen. Lady Cracker Matten. Von Weco. Wixo-Feuerwerk. Weco-Feuerwerk. Sehr geil. Was
Achso, nee, den muss ich ja wieder hier hinpacken. Kuku Kuku. Feuertango von Nico. Wie viele Päckchen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Genau 20. Nice. Was haben wir hier? Harzer V-Knaller von Nico. Mit Mokan. 5 Päckchen insgesamt. Dann. Ah, doch noch Raketen. Die sehen aber auch aus, ne? Keller Goldflitter müsste das sein. Genau, Keller Goldflitter Raketen. 10 Stück. In einer Packung. Dann die Karacho von Weko. Schöne kleine Reitkopfböller. Und die haben auch noch 90er Jahre Logo. Dann haben wir hier, müssten irgendwie 35 Mal die Schwärmer A von Komet sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33. 31? Mal gucken. Was ist das denn? Ah, die Pirat. Made in Germany von Nico, von Silberhütte. Aus der Silberhütte. Nice. Hier. Richtig geil. Bestes Design, das es gibt. Dieses gibt. So, dann hier. Goldfolie. Goldfolie von Dene. Von Depifa. Sehr geil. Sexy, sexy. Kleine Handfontäne. Dann Nico, Kanonenschlag, zylindrisch, Kaliber C. Von Nico nochmal. Mit Sollbruchstelle. Richtig fettes Kaliber. Nice. 1. 6 Stück. Und Nummer 6. Jo, das war's. Gesamtübersicht und dann Gesamtübersicht. Nice. Dezent viele Raketen sieht man hier schon im linkeren Bild. Kuku-Kuku-Fontänen, die ganzen von Nico, die ganzen Raketen. Orienstars, Bock. International, Triumph, Flash. Orienstar hatte ich wahrscheinlich gerade schon gesagt. Boah, Sternrakete. Jetstar. Ja, wahrscheinlich habe ich 20.000 vergessen, aber naja. Hier Mini-Knaller, harter V-Knaller. Und ja, man sieht, ich hatte keinen Bock, das jetzt hinzupacken. Wegen dem ganzen Zeug. Oder vielleicht ja auch wegen dem ganzen Zeug hier. Oder wegen dem da unten. Man weiß es nicht. Oder wegen den Sachen, die schon da in der Vitrine sind. Ja, wegen dem da. Hui, bester Schwenk. Ja, also. Das war's jetzt wirklich mit jedem Unboxing hier. Es gibt kein Unboxing mehr. Das war's mit den Unboxings hier. Woo! Und ja, jetzt mache ich kurz und gucke, was ich so hier alles wirklich bekommen habe und ob was fehlt und so weiter. Und dann gibt's nochmal so eine Smoothie. Also da werde ich nicht reden. So eine Gesamtübersicht von allen Artikeln. Yeah, nice, motherfucker. Das war's mit dem Video. Bis dann, bleibt dran. Ciao, Leute.